Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause vor den Fernsehschirmen, vor den Rundfunkempfängern und hier im Studio 4 des Bayerischen Rundfunks. Nach 27 Jahren hat Deutschland zum ersten Mal im letzten Jahr durch Nicole und dem Lied Ein bisschen Frieden den Grand Prix de la Chanson gewonnen. Und aus diesem Grund steht auch der heutige Abend unter dem Motto Ein Lied für München. Denn wie Sie wissen, ist es üblich, dass das jeweilige Siegerland zum nächsten Song Contest einlädt. Ja, und dazu brauchen wir natürlich auch wieder einen deutschen Beitrag. Und den wollen wir heute Abend gemeinsam mit Ihnen ermitteln. Aus der stattlichen Anzahl von 735 Einsendungen wählte eine Fachjury 24 Titel aus. In zwei getrennten Hörfunksendungen wurden diese 24 Titel dann im gesamten Bundesgebiet ausgestrahlt und demoskopisch ausgewertet. Das heißt, Sie, liebe Zuschauer, bestimmten die 12 Lieder, die Sie jetzt hören werden, und aus denen werden wir dann wiederum in diesen nächsten 90 Minuten unseren Beitrag für den 28. Song Contest ermitteln, der am 23. April in München stattfindet. Ja, und wie wir also unsere Siegerlieder, das heißt unser Siegerlied ermitteln werden, das wird Ihnen später unser Experte in Sachen Demoskopie, Rudolf Rohlinger, noch ganz genau erklären. Alle Interpreten singen wie immer live. Sie werden begleitet von dem Orchester Dieter Reit. Der Streichergruppe des Sinfonieorchesters Gronke. Und unserem Chor, den Munich Voices. Die Reihenfolge der Lieder wurde selbstverständlich notariell ausgelost. Ja, und damit kann es losgehen. Und die große Spannung hinter den Kulissen kann sich nun auf der Bühne entladen. Unser erstes Lied stellt Ihnen Holger Thomas vor. Er hat einen Hit. Er heißt aber nicht Anita, Michaela oder Marie. Nein, sein Hit heißt Susi Schmidt. Und die Melodie dazu stammt von Jean Frankfurter und der Text von Robert Jung. Es singen Holger Thomas und seine Gruppe. Sie ist so ein kleiner Stutzelzwerg, doch heißer als ein Feuerwehr. Sie geht mir gerade bis zum Kinn, jedoch sie ist mein Hauptgewinn. Sie tanzt Rock'n'Roll, ganz einfach toll. Du, mein Hit heißt Susi Schmidt. Mein Hit heißt Susi Schmidt. Ich lieb dich so, oh, 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 oh. Alles an dir macht mich froh. Mein Hit heißt Susi Schmidt. Susi Schmidt. Wenn sie vor mir steht, mit Sommersprossen übersehen, dann ist bei mir ne Sicherung raus, und mit der Ruhe ist es aus. Sie tanzt Rock'n'Roll, ganz einfach toll. Ich denke immer zu, du, mein Lied heißt Susi Schmidt. Mein Lied heißt Susi Schmidt. Ich lieb dich so, oh, 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 alles an dir macht mich froh. Mein Hit. Oh, 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 alles an dir macht mich froh. Mein Hit. Ach, Susi, mein Hit. Ach, Susi,
Wie schön wäre es, wenn man im Leben alles schnell und leicht erreichen könnte. Aber jeder von uns muss so seine kleineren und größeren Schwierigkeiten austragen. Und davon erzählt auch unser Lied Nummer 2. Der Komponist Achim Oppermann und der Texter Christoph Busse haben sich für ihr Lied Unendlich weit Veronika Fischer als Interpretin ausgesucht. Und am Anfang war du Himmel, und der Himmel war das Maß für unsere Zeit, und die Zeit war unendlich weit. Kann nicht sagen, ob ich glaube, was könnte uns das Zusammenleben leichter machen? Diese Frage stellt sich der Autor unseres nächsten Beitrages, Volker Lechtenbrink. Er meint, durch Rücksicht, Nachsicht und Vorsicht wäre schon viel gewonnen. Und Rücksicht ist auch der Titel unseres nächsten Liedes, zu dem Michael Reinicke die Musik schrieb. Es singen Michael und Günther, Ihnen bekannt als Hoffmann und Hoffmann. Ungeklärten Fragen, was haben wir denn beide falsch gemacht? Und dennoch mag ich keine Menschen sehen, das Glück von anderen tut mir noch weh. Warum sind wir nicht früher aufgewacht? Wir waren wie verwöhnte Kinder,
dachte immer nur an sie. Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht, das nie zerbricht, was uns verwahrt. Dass jeder seine Fehler hat und Weitsicht. Das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Waren wir wirklich nur vor Liebe blind oder einfach zu bequem? Haben wir denn nicht gemerkt, was uns noch fehlt? Vielleicht ging alles für uns viel zu schnell. Verband uns wirklich nur die Nacht. Wussten wir nicht, dass der Tag genauso zählt? Fehlte uns die Kraft, uns zu vertrauen? War es Angst vor ehrlichem Gefühl? Keiner hat das Wort gekannt und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht, das nie zerbricht, was uns verband. Einsicht, dass jeder seine Fehler hat und Weitsicht. Das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Mit unserem Lied Nummer 4, geschrieben von Konrad Wolf und Alexander Gordon, stellt sich Ihnen, liebe Zuschauer, nun eine neue Stimme vor. Angela Branca hat heute Abend ihr Fernsehdebüt. Sie fragt: Warum hältst du mich nicht fest? Gib uns noch ein wenig
Die 17, meine Damen und Herren, scheint eine magische Zahl für die Autoren leichter Unterhaltungsmusik zu sein. Und auch unser nächster Beitrag kommt an dieser Zahl nicht vorbei. Komponiert wurde er von Dieter Bohlen, der Text stammt von René Marquardt und gesungen wird er von Bernd Klüver, der übrigens in diesen Tagen sein 10-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Unsere Nummer 5 mit 17. Das sechste Lied, das wir Ihnen heute Abend vorstellen möchten, singen Ingrid Peters und Julie Paul. Die beiden widmen ihr Lied einem Menschen, der in unser aller Leben wohl die wichtigste Rolle spielt und dabei fast immer zu kurz kommt, weil er eigentlich nie an sich selbst denkt, sondern immer nur für die anderen da ist. Viva la Mama heißt der Titel. Und komponiert wurde dieses Lied von Michael Hoffmann. Den Text schrieb Werner Schüler. Und nun singen Ingrid Peters und Julie Paul Viva la Mama. Viva la mamma.
das schon. Viva, viva la Mama für deinen Sohn. Viva, viva la Mama, du wirst lachen und weinen. Du lebst nur für die Deinen, dich kriegt keiner klein. Viva, viva la Mama, nimmst viel in Kauf. Viva, viva la Mama, du gibst nie auf. Viva, viva la Mama, ob es Tag oder Nacht ist, ob du mit oder wartest, du bist immer da. Sie hat geschuft. Und die ganze Straße ist bis auf den letzten Mann da. Viva, viva la Mama, du hast es geschafft. Viva, viva la Mama, mit deiner Kraft. Viva, viva la Mama, du kannst lachen und weinen. Du lebst nur für die Deinen, dich kriegt keiner klein. Viva, viva la Mama. Viva, viva la Mama. La Mama, ob es Tag oder Nacht ist, ob du müde oder wach bist, du bist immer da. Viva, viva la Mama, nimm's viel in Kauf. Viva, viva la Mama, du gibst nie auf. Viva, viva la Mama, ob es Tag oder Nacht ist, ob du müde oder wach bist, du bist immer da. Viva! Das war nun schon die erste Hälfte unserer möglichen Lieder für den Song Contest. Und hier nun unser siebter Beitrag, Wie ein Mann. Peter Rubin, der Interpret, steht als Mann voll und ganz hinter dem Text von Barbara Wittner. Auch er meint, warum soll ein Mann seine Gefühle verbergen? Warum soll ein Mann nicht zugeben dürfen, dass es wehtut, wenn eine Liebe zu zerbrechen droht? Gemeinsam mit Günther Erik Töner komponierte er dieses Lied. Peter Rubin und sein Lied Wie ein Mann. Haus, bitte halt mich nicht auf, denn das schaffst du nicht. Und du sagtest, komm und trag es wie ein Mann. Wie ein Mann steh ich hier und zwing mich stark zu sein. Stein, doch die Wahrheit ist, ja die Wahrheit ist, dass ich bete, du kommst wieder ein. Der Schmerz brennt unter der Haut und das Schweigen ist laut und mein Herz schlägt schnell. Das Dunkel hat ein Gesicht, doch ich mache kein Licht, denn das ist zu grell. Ich weiß nicht, wohin du gehst und ich weiß nicht, warum, doch ich weiß nur eins. Wenn du irgendwann glaubst, du brauchst ein Stückchen zu Haus, komm zurück, nimm meins. Und bis dahin werde ich warten, wie ein Mann,
ein Mann, steh ich hier und zwing mich stark zu sein. Und nur nachts wein ich in der Dunkelheit. Wie ein Mann werd ich kämpfen, hoffen und verzeihen und dich lieben, ja dich lieben. Wie ein Mann. Nachdem unsere nächste Interpretin bei einem deutschen Schlagerfestspiel auftrat, wurde sie über Nacht bekannt. Wenke Mürre. Für sie schrieben Achim Oppermann und Christoph Busse unseren achten Beitrag mit dem Titel Wir beide gegen den Wind. Wir beide, damit meint Wenke sich und ihren Sohn Danny. Die Autoren Michael Zay und Theo Verdin schrieben unser nächstes Lied. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in der Fremde lebt und doch stets an zu Hause denkt. Unser Lied Nummer 9, Angelo, und es singt Harry Belten. Angelo.
er hat schon gewusst, dass das nicht geht. Zieht dann seine Kittel an, stellt sich ans Fließband ran und hat Angst, er muss zum Essen gehen. Trotzdem fliegt sein Herz wieder davon. Um ihn rum ist ruhig vor dem Sturm. Die Gedanken leise kreisen, fangen schon auf den Zug kreisen, in die Heimat an sein weites Meer. Angela, selbst fremde Länder geben dir nicht mehr genug. Du stehst am Bahnhof und du wartest auf den nächsten Zug. Zum Abfahren fehlt die Arbeit an der Mut. Du denkst dann wieder nach, ob du nicht bleiben sollst. Du sagst zu dir, die Welt ist doch an allen Orten gleich. Doch Gedanken machen dich allein nicht reich. Du hast zwar Kinder und eine Frau. Was sie angeht, nimmst du genau. Und du hast total vergessen, warst vom Nachtjob ganz besessen, hast heute früh den Wecker überhört. Angelo, selbst fremde Länder gehen dir nicht mehr genug. Du stehst am Bahnhof und du wartest auf den nächsten Zug. Zum Abfall fällt die Arbeit an der Mut. Du denkst dann wieder nach, ob du nicht bleiben sollst. Du sagst zu dir, die Welt ist doch an allen Orten gleich. Doch Gedanken machen dich allein nicht reich. Doch Gedanken machen dich allein nicht reich. Angelo. Die nächste Gruppe hat sich Ihnen, liebe Zuschauer, schon einmal bei einer deutschen Endausscheidung zum Song Contest präsentiert. Es ist die Gruppe Leinemann. Ihr heutiger Beitrag wurde komponiert von Hansi Goldfuß und der Text stammt von Gerd Thumser. Übrigens, die Gruppe hat keine Angst vor schweren Brocken, denn der Titel ihres Liedes, unsere Nummer 10, heißt »Ich reiß alle Mauern ein«. Ich will raus, weg mit dir. Sie sperren dich ein, weit weg von mir. In einen goldenen Käfig, doch ich halt zu dir. Wenn du nur an mich glaubst, gewinnen wir. Ich hol dich aus dem Käfig raus, in dem du lebst, ihr spielt es aus. Ich will dich befreien und ich bleib dabei. Wenn du nur an mich glaubst, gewinnen wir. Ich reiß alle Mauern ein, die sie um dich bauen. Und ich scher mich den Teufel drum, was sie auch tun, ich werd nicht ruhen. Ich reiß alle Mauern ein, die sie um dich bauen. Ich geb nicht auf, wir sind erst frei ohne Mauern. Jedes Ding hat seinen Preis, doch sie sind kalt, so kalt wie Eis. Sie wollen uns nicht verstehen und reden auf dich ein. Doch mich hält nichts mehr auf, bei dir zu sein. Ich reiß alle Mauern ein, die sie um dich bauen. Und ich scher mich den Teufel drum, was sie auch tun, ich werd nicht ruhen.
reiß alle Mauern ein, die sie um dich bauen. Ich geb nicht auf, wir sind erst frei ohne Mauern. Schere mich den Teufel drum, was sie auch tun, ich werd nicht ruhen. Ich reiß alle Mauern ein, die sie um mich bauen. Ich geb nicht auf, wir sind erst frei ohne Mauern. Ich reiß alle Mauern ein, die sie um mich bauen. Und ich schere mich den Teufel drum, was sie auch tun, ich werd nicht ruhen. Ich reiß alle Mauern ein, die sie um mich bauen. Dem Alltag entfliehen, in ein fernes Land reisen. Wer träumt nicht mal gerne davon? Unsere nächste Interpretin möchte Sie in Ihr Traumland entführen. Sternenland nennen der Komponist Joachim Haider und der Texter Norbert Hammerschmidt unser Lied Nummer 11. Es singt Mara. Dann erzähl ich dir,
Und nun der letzte Beitrag des heutigen Abends. Ich mag dich. Wer hört diese Worte nicht gern und doch werden sie viel zu wenig gesagt? Der Interpret ist sein eigener Komponist, Costa Cordalis. Und den Text zu seinem Lied, der stammt von Jean Frankfurter. Unser Lied Nummer 12, Costa Cordalis und Ich mag dich. So wie du bist, ich mag dich, dein Lachen und Weinen, mit dir zu träumen im duftenden Gras. Ich mag dich, nicht meine Freiheit, und frag nicht, warum das so ist. Ich mag dich, so wild und so zärtlich, so grenzenlos ehrlich, wie du eben bist. Mit einem Wort, ich mag dich. Weil keiner so wie du gibt, weil keiner so wie du liebt, so wild, so sanft, so gut. Oh, ich mag dich, auch wenn du einmal gehen willst und mir dann doch gestehen willst, so war's nicht gemeint. Ich mag dich, den Druck deiner Hände, ja Anfang und Ende bist du nur für mich. Mit einem Wort, ich mag dich, weil keiner so wie du gibt, weil keiner so wie du liebt, so wild, so sanft, so gut. Ja, das waren sie also, unsere möglichen 12 Siegermelodien. Und um Ihnen die endgültige Platzierungsentscheidung ein wenig zu erleichtern, hören Sie nun in einem von Dieter Reid arrangierten Medley alle Lieder noch einmal, und zwar in umgekehrter Reihenfolge, also von Platz 12 bis 1. Dieter Reid, sein Orchester und die Munich Voices. Thank you.
Das waren sie, unsere 12 Lieder. Und nun darf ich unseren Experten in Sachen Demoskopie, Rudolf Rohlinger, bitten, uns zu erklären, was augenblicklich hinter den Kulissen passiert. Sagen Sie, ist die Computermannschaft schon in voller Aktion? Rührt sich was? Eine politische Meldung vorweg. Die Computermannschaft ist rötlich angehaucht vor Anspannung, denn warten ist wahnsinnig schwer. Nein, die können noch gar nichts tun. Die sind rötlich angehaucht, reiben sich die Hände, weil sie feucht sind, tupfen sich die Lippen ab und die Computer gähnen. Aber nicht wegen des Programms, sondern weil sie Hunger haben. Die müssen jetzt gespeist werden. Jetzt wird nämlich erst gewählt. Erst nach diesem, was wir Medley nennen, nach dem Rückwärtsdurchlauf der 12 Nummern, jetzt wird gewählt. Und jetzt holen 150 Männer im Felde, Infratest-Researcher, die Urteile ein. Das kann nun so etwa 10 Minuten dauern, bis die ersten Ergebnisse ausgewertet hier sind und bis wir sie kundtun können.
Also 10 Minuten bis zum ersten Zwischenergebnis. Und wir erinnern uns inzwischen an den 24. April vergangenen Jahres, als Nicole unseren Beitrag Ein bisschen Frieden in Harrogate vorstellte. And singing the German entry, Nicole. Erinnern Sie sich, liebe Zuschauer, wie es dann weiterging? Dann kamen die aufregendsten Momente des Abends, nämlich die Punktevergabe. Sie haben sicher, wie wir alle, gespannt darauf gewartet, wie die einzelnen Länder unser Beitrag aufnehmen, wie er Ihnen gefallen würde. Nun, wir haben Ihnen einen Zusammenschnitt vorbereitet, in dem Sie noch einmal die Wertung der einzelnen Länder für Deutschland verfolgen können. Die ersten Punkte, die kamen nämlich aus Portugal. And Germany 12 points. And now Norway. Good evening, Norway. May we have your votes? Hello, Harrogate. Oslo calling. Here are the results of the Norwegian jury. Germany 10 points. Germany 10 points. Allemagne 10 points. Good evening to you, Jan. Television Centre London calling. Here are the results of the United Kingdom jury. It's Germany, 8 points. Germany, 8 points. Allemagne, 8 points. Good evening, Turkey. May we have your votes, please? Germany, 12 points. And Germany, 12 points. Allemagne, 12 points.
Finland, are you receiving us? May we have your votes? Germany, 10 points. Germany, 10 points. Allemagne, 10 points. Now we call Switzerland. Allemagne, 12 points. Allemagne, 12 points. Good evening, Cyprus. May we have your votes, please? Hello, Harrogate. Germany, 12 points. And Germany, 12 points. Good evening, Sweden. Please, may we have your votes? Hello, hello, lovely Jen. Good evening, Harrogate. Stockholm calling. Germany, 8 points. Germany, 8 points. Allemagne, 8 points. Now let's call up our Austrian. Germany, 1 point. Germany, 1 point. Belgium, good evening. Have you your votes, please? L'Allemagne, 10 points. L'Allemagne, 10 points. Germany, 10 points. Good evening, Spain. Your votes, please. Germany, 12 points. Germany, 12 points. Denmark, good evening. May we have your votes? Germany, 12 points. Let's see what Yugoslavia can do. Good evening, Yugoslavia. May we have your votes? Germany, 12 points. Germany, 12 points. Israel, Eleftov, could I have your votes, please? Germany, 12 points. And Germany, 12 points. Netherlands, hello. Good hello, evening. Kate. Could we have your votes, please? Germany, 6 points. Germany, 6 points. Allemagne, 6 points. Good evening, Ireland. Your votes, please. Germany, 12 points. And Germany, 12 points. No doubt about who the winner is of this year's Eurovision Song Contest. It is, of course, Germany. Ja, und wir freuen uns, Sie sind heute Abend hier bei uns, die Sieger des letztjährigen Song Contest, Nicole, Ralf Siegel und Bernd Meinunger. Winke geben von Herzen. Liebe Nicole, 11 Monate sind seither vergangen. Hat sich seitdem etwas für Sie verändert? Ja, eigentlich schon. Ich bin sehr viel rumgereist, war in England, Holland, in Norwegen, also in ganz Europa und habe viele Fernsehsendungen gemacht und auch Rundfunk und Presse. Also es war ganz schön was los. Und werden Sie wieder mal bei einem Grand Prix teilnehmen? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube nicht, weil ich meine, man kann nur einmal gewinnen und wenn man ein zweites Mal, das Risiko ist einfach zu groß. Sie glauben, man kann wirklich nur einmal gewinnen? Man kann schon mehrere Mal gewinnen, aber ich meine, einmal, das reicht mir und ich bin so glücklich gewesen, dass es geklappt hat und ein zweites Mal, ich gönn's allen anderen. Also wir hoffen, dass Sie trotzdem noch einmal mitmachen. Ja. Ja? Bernd Meinunger, Sie haben diesen wirklich guten, großartigen Text verfasst. Was hat sich für Sie seither verändert? Also die Welt hat sich nicht verändert für mich. Und das Leben geht weiter und der Alltag hat uns wieder. Aber ich meine, ich möchte diese paar Augenblicke oder diese paar Tage wirklich nicht vermissen. Das war so aufregend und anstrengend und schön und toll. Das war schon ein Erlebnis. Ein Erlebnis. Doch. Ralf Siegel. Und was hat sich für Sie seitdem getan? Es hat sich viel getan. Es war wirklich, Harrogate war für uns einer der schönsten Augenblicke in unserem Leben. Und ich möchte sagen, es hat sehr viel Höhen und Tiefen gegeben. Die Höhen waren der große Erfolg. Das erste Mal in England Nummer 1 mit Nicole. In ganz Europa, aber besonders in Israel, was uns sehr viel gegeben hat. Ein bisschen Frieden in Israel Nummer 1, das hat uns sehr, sehr viel bedeutet. Und es hat ein paar Tiefen gegeben. Ich war leider ein bisschen schwer auf der Nase gelegen, bin auf die Nase gefallen, aber habe mich jetzt wieder errappelt. Und jetzt schreiben wir wieder schöne Lieder, auch für Nicole
und wir freuen uns. Darf ich noch mal ganz kurz das Mikro haben? Eine Frage, darf ich die noch schnell stellen? Ja. Noch zum Abschluss. Seit 4 Jahren zum ersten Mal nicht als Komponist beim Grand Prix. Warum? Ich kann nur sagen, beim Skat sagt man, nach einem guten Spiel soll man passen. Und das haben wir gemacht. Wir haben ein schönes Spiel gehabt. Wunderbar. Und jetzt sind wir gespannt auf das nächste Zwischenergebnis. Wir haben ein erstes Zwischenergebnis. Vielen Dank. 60 der ausgesuchten 500 haben ihre Stimmen abgegeben und sie sind verwertet. Und das sieht nun wie folgt aus in der Punktierung. Nummer 1, mein Hit heißt Susi Schmidt, 342 Punkte. Nummer 2, unendlich weit, 303 Punkte. Die Nummer 3, Rücksicht, 487 Punkte. Die Nummer 4, warum hältst du mich nicht fest, 331 Punkte. Die Nummer 5, mit 17, 449 Punkte. Die Nummer 6, Viva la Mama, 459 Punkte. Die Nummer 7, wie ein Mann, 375 Punkte. Die Nummer 8, wir beide gegen den Wind, 543 Punkte. Die Nummer 9, Angelo, ich glaube, wir müssen diesen jähen Sprung ein wenig korrigieren. Nummer 8, wir beide gegen den Wind. So ist es richtig. 453 Punkte. Die Nummer 9, Angelo. 266 Punkte. Die Nummer 10, ich reiß alle Mauern ein. 423 Punkte. Die Nummer 11, Sternenland, 358 Punkte. Und die Nummer 12, ich mag dich, 434 Punkte. Das heißt, dass in diesem Augenblick da 60 Urteile ausgewertet sind. Die Nummer 3 vor 6 und 9, um die Spitzengruppe, die derzeitige zu nennen, das Rennen machen. Derzeit. Und das heißt wirklich jetzt und zu dieser Zeit, denn es sind 60 Stimmen, die ausgewertet sind. 500 Deutsche sprechen für uns alle bei dieser Bewertung. 500 von Infratest Ausgesuchte in den Altersgruppen von 14 bis Ende offen, bis oben hin. Repräsentativ in allen Teilen Deutschlands, die 500 haben das Sagen. Nun sind sie allerdings alle nicht gezwungen, sich zu etwas zu äußern, zu dem sie sich gar nicht äußern müssten. Das heißt, es gibt einen Vorschaltfilter. Diejenigen, die Unterhaltungsmusik als etwas entsetzlich Fremdes befunden haben und denen dann der Atem stockt, wie mir gerade die Zunge, die mussten nicht, für die gab es einen genau in das Sample, in das Muster passenden Ersatzmenschen. Also 500 haben gesprochen und wir dürfen jetzt zitieren, wir können jetzt Schlager, Titel ruhig in die Moderation einfließen lassen. Ich habe das zwar nicht vor, denn es ist natürlich nicht ein Zwischenergebnis an die Tafel geschrieben worden, bevor nicht alle eingesammelt waren. Zwar gibt es bei Gelehrten nur strittige Ansichten, ob ein solches Zwischenergebnis das Endergebnis noch beeinflussen könnte. Die Amerikaner, wie Sie wissen, pfeifen drauf, da wird an der einen Seite des großen Landes noch gewählt, wenn die anderen längst ausgezählt haben. Aber hier auf Nummer sicher, keine Beeinflussung mehr. Wir wissen, diese haben so abgegeben. Nämlich, sie haben nach einer Vormusterung, als sie zuhörten, dann erst nach dem Zusammenschnitt, nach der Rückspielung, eine endgültige Bewertung gegeben, Platz 1 bis 12. Und nun gibt der Computer von Infratest
Für einen ersten Platz 12 Punkte und für einen 12. nur einen. Das Zwischenergebnis steht da. Wenn jemand leidenschaftlich gern rechnet, muss er das Ganze addieren und durch 78 teilen, dann dürfte er auf 60 kommen, denn jeder gibt 78 Punkte. Und es könnten nun schon mehr sein. Ich versuche mein Glück, eine zweite Zwischenzählung zu erhalten. Und die Hoffnung hat nicht getrogen, wir haben ein zweites Zwischenergebnis. Es lautet, mein Hit heißt Susi Schmidt, Nummer 1, hat jetzt 854 Punkte. Die Nummer 2, unendlich weit, 790 Punkte. Die Nummer 3, Rücksicht, 1328 Punkte. Die Nummer 4, warum hältst du mich nicht fest, 967 Punkte. Die Nummer 5 mit 17, 1179 Punkte. Die Nummer 6, Viva la Mama, 1198 Punkte. Die Nummer 7, wie ein Mann, 1072 Punkte. Die Nummer 8, wir beide gegen den Wind, 1157 Punkte. Die Nummer 9, Angelo, 688 Punkte. Die Nummer 10, ich reiß alle Mauern ein, 1017 Punkte. Die Nummer 11, Sternenland, 918 Punkte. Die Nummer 12, ich mag dich, 1156 Punkte. Das waren 158 der ausgesuchten 500, die ihre Stimme abgegeben haben. Und Sie haben gesehen, auf Platz 1 und 2 hat sich nichts geändert. Es führt die Nummer 3 Rücksicht vor Viva la Mama. Allerdings auf dem 3. und 4. Platz hat es einen Tausch gegeben. Wir sind noch nicht bei der Hälfte, aber wir haben eine Spitzengruppe. Caroline. Und bis das dritte Zwischenergebnis vorliegt, kann ich Ihnen bereits sagen, an welcher Stelle Deutschland mit dem Sieger des heutigen Abends am 23. April vertreten sein wird. Unter den 20 teilnehmenden Ländern fiel das Los für die Startnummer 14 auf uns. Der Song Contest 83 wird ja aus der Rudi-Sedlmayr-Halle in München auf dem Gelände der Internationalen Gartenbauausstellung, die übrigens am 28. April ihre Pforten öffnet, ausgetragen. Wir erwarten etwa 1200 Delegationsmitglieder und Journalisten aus ganz Europa und die Vorbereitungen für diese größte europäische Unterhaltungssendung laufen natürlich schon auf vollen Touren und wir möchten uns an dieser Stelle bereits bei all denen bedanken, die uns bei der Durchführung dieser Sendung hilfreich unterstützen. Ja, liebe Zuschauer, und dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn Sie am 23. April ab 21 Uhr mit dabei wären, wenn der Song Contest 83 aus München live in alle beteiligten Länder übertragen wird. Und wir hoffen, dass Sie dann dem Sieger des heutigen Abends fest die Daumen drücken. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, ob das dritte Zwischenergebnis vorliegt. Ich darf weitergeben an Rudolf Rohlinger. Ja, 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 wir können. Wir können in der Tat. Vielen Dank. Ja. Wir haben jetzt 293 der maßgeblichen Voter in den Maschinen, im Infratest-Rechner und wir haben die Umpunktung. Auf 1 entfallen jetzt bei 293 abgegebenen Stimmen
1584 Punkte. Auf die Nummer 2, unendlich weit, jetzt 1463 Punkte. Auf die Nummer 3, Rücksicht, jetzt 2436 Punkte. Die Nummer 4, warum hältst du mich nicht fest? 1806 Punkte. Die Nummer 5 mit 17, 2215 Punkte. Und dann ist da die Nummer 6, Viva la Mama. Derzeitiger Stand, 2247 Punkte. Die Nummer 7, wie ein Mann. Jetzt 1972 Punkte. Die Nummer 8, wir beide gegen den Wind. 2110 Punkte. Die Nummer 9, Angelo. 1201 Punkt. Die Nummer 10, ich reiß alle Mauern ein, 1933 Punkte. Sternenland, die Nummer 11, jetzt 1678 Punkte. Und die Nummer 12, ich mag dich, neuer Stand, 2209 Punkte. Ich habe, wie ich gerne betone, gerade auch zu denen, die jetzt mehr fiebern als Zuschauer, selten ein so knappes, ein so gut gefächertes Feld gesehen. Und das freut mich für alle 12, die da angetreten sind. Die Spitze jedoch scheint sich ein bisschen abzusetzen. Durchgehend ist die Nummer 3 vorn geblieben. Und auch der zweite Platz liegt bei Viva la Mama. Auf dem dritten Platz hat sich der bei der zweiten Zählung eingefundene Dritte behaupten können. Aber dies waren 293. Und wenn wir alle rechnen können, fehlen noch etwa 207. Und es könnte ja noch anders kommen. Fiebern darf man, hoffen darf man auch. Und wie ist die Spannung unter all denen, die antraten? Es kribbelt und kribbelt und kribbelt. Wie steht's denn? Ihr schaut ja so traurig, Hoffmann und Hoffmann. Kein Grund vorhanden. Ich muss sagen, dass Ingrid Peters, die steht da ganz hinten, die hat eine solche Grippe und hat das doch so prima hingelegt. Wie geht's Ihnen denn inzwischen? Ja, mittlerweile wieder etwas besser, aber für die 3 Minuten ging's und was nachher ist, ist ja egal. Wir werden sehen. Ist ja noch alles drin, ist noch alles drin. Angela Branca, die Debütantin des Grand Prix heute Abend. Was macht das Herzklopfen? Das muss ich ganz schnell zu Ihnen, weil ich das Mikro habe. Herzklopfen ist jetzt vorbei, alles glücklich überstanden. Ich bin zufrieden. Das ist ein Wort, ich bin zufrieden. Ja. Caroline, darf ich mal einen Schlagertitel? Jetzt dürfen wir das ja ausborgen. Gerne. Tragen wir es wie ein Mann, wenn die uns nicht ganz nach oben wählen? Jetzt ist alles vorbei und das Publikum hat das Sagen. Ich trage es mit Fassung. Wie ein Mann. Ich denke, schon, das ist nicht unsere Wahl, gell? Das gilt natürlich für alle. Selbst die Damen, wie ein Mann. Ja, und hier, Holger Thomas, was ist denn mit der Susi Schmidt? Tja, ich weiß auch nicht, aber ich freue mich, dass ich so gut doch noch dabei bin und vielleicht... Ja. Bitte? Nein, ich finde, das ist ja wie eine Olympiade, mein Hauptsache dabei zu sein. Ne? Ich meine, aus 735 Einsendungen unter den 12 zu sein, ist eine Leistung. Überhaupt sowieso und ich bin unheimlich glücklich, dass ich doch noch so gut abschneide. Finde ich toll. Freue mich. Ich muss sagen, er war auch ganz strahlend die letzten beiden, 3 Tage. Also er war wunderbar, richtig in Stimmung, prima, es konnte sie nicht zerstören. Auch jetzt nervös, ja. Die ganze Man sieht es ihnen nicht an. Und wo sind denn überhaupt die Leinemänner? Da, die wollen doch alle Mauern einreißen. Welche denn bitte? Vor allen Dingen hier die Studiomauern, damit frische Luft reinkommt, ne?
Und wie ein Mann, der steht da hinter mir. Ja. Peter Rubin, mit 1,95 natürlich immer ganz hinten. Ja? Ich meine, kommen Sie ein bisschen vor. Sehr gerne. Es tut mir leid, ins Wort fallen zu müssen, aber für die Infratestleute tut es mir nicht leid, denn Sie haben das Endergebnis. Es ist hier und es sind nun endgültig entfallen. Auf die Nummer 1, mein Hit heißt Susi Schmidt, 2609 Punkte. Auf die Nummer 2, unendlich weit. 2523 Punkte. Auf die Nummer 3, Rücksicht. 4251 Punkte. Auf die Nummer 4, warum hältst du mich nicht fest? 3.222 Punkte. Auf die Nummer 5 mit 17. 3.933 Punkte. Auf die Nummer 6. Viva la Mama. 3.983 Punkte. Auf die Nummer 7, wie ein Mann, 3.427 Punkte. Auf die Nummer 8, wir beide gegen den Wind, 3.752 Punkte. Auf die Nummer 9, Angelo, 2111 Punkte. Auf die Nummer 10, ich reiß alle Mauern ein, 3314 Punkte. Auf die Nummer 11, Sternenland, 2987 Punkte. Und auf die Nummer 12, ich mag dich, 3902 Punkte. Erstens blinkt es da oben, zweitens hat nur einer die 4 vorn. Wir brauchen keine Rücksicht mehr zu nehmen. Wir begrüßen die Rücksicht und gratulieren. Nummer 3, Rücksicht, der Sieger. Mit Rücksicht, Vorsicht, Nachsicht haben Sie sich an die Spitze gesetzt. Und nachdem dies ja ein Autorenwettbewerb ist, darf ich nun den Komponisten Michael Reinicke zu mir bitten. Und er wird sehr traurig sein, dass er diesen Abend nicht hier ist. Der Text ist nämlich nicht da, Volker Lechtenbrink, aber ich habe gehört, seine Frau, und die möchte ich jetzt herzlich zu mir bitten. Herzlichen Glückwunsch. Und Ihr Mann konnte heute Abend leider nicht da sein. Er steht in diesem Augenblick im CCH auf der Bühne in Hamburg und weiß überhaupt noch nicht, dass er gewonnen hat. Das erfährt er erst in 20 Minuten. Und er war schon unheimlich glücklich, überhaupt dabei zu sein und dass wir gewinnen. Damit haben wir nie gerechnet. Aber ich muss sagen, Sie machen das prima. Und Sie haben die ganzen Vorbereitungen ja miterlebt und sich ja auch gedacht, hoffentlich schaffen wir es. Geht das gut? Ja, wir haben die Daumen. Michael Reinicke, Sie haben das Lied komponiert. Wie kam es denn zustande? Ich meine, liegt das schon lange in der Schublade? Oder haben Sie gesagt, nein, ganz schnell jetzt noch zum Grand Prix? Nein, ich arbeite schon längere Zeit mit Volker zusammen und im Rahmen unserer Zusammenarbeit ist das Lied entstanden. Und schön geworden, Gott sei Dank. Sie freuen sich. Dann
Ja, und jetzt hören wir noch einmal Rücksicht, Nachsicht, Vorsicht, Michael und Günther, wie gesagt, Ihnen bekannt als Hoffmann und Hoffmann. Und wir hoffen, dass Sie unserem Siegertitel ganz fest die Daumen drücken am 23. April ab 21 Uhr. Sein. Mit all den ungeklärten Fragen, was haben wir denn beide falsch gemacht? Und dennoch mag ich keine Menschen sehen, das Glück von anderen tut mir noch weh. Warum sind wir nicht früher aufgewacht? Wir waren wie verwöhnte Kinder. Jeder dachte immer nur an sich. Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht, das nie zerbricht, was uns verbannt. Dass jeder seine Fehler hat und Weitsicht. Das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Waren wir wirklich nur vor Liebe blind? Oder einfach zu bequem? Haben wir denn nicht gemerkt, was uns noch fehlt? Vielleicht ging alles für uns viel zu schnell. Verband uns wirklich nur die Nacht. Wussten wir nicht, dass der Tag genauso zählt? Fehlt uns die Kraft, uns zu vertrauen? War es Angst vor ehrlichem Gefühl? Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht, das nie zerbricht, was uns verband. Dass jeder seine Fehler hat und Weitsicht. Das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht.